Danke schön, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Hohes Haus, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung. Ja, es geht in der heutigen Sondersitzung des Nationalrats um Österreichs Souveränität, um Österreichs Neutralität. Das sind zwei Dinge, die der österreichischen Bevölkerung ganz besonders am Herzen liegen. Und bei uns Freiheitlichen ist es genauso. Wir teilen diese Wertschätzung in vollem Umfang. Und weil ich heute schon im Vorfeld dieser Sitzung gefragt worden bin, ja bitteschön, so ein wichtiges Thema, was ist denn da los, wo ist denn bei diesem wichtigen Thema die Regierungsspitze? Deswegen möchte ich Ihnen darauf auch eine Antwort geben. Meine Damen und Herren, die Regierungsspitze ist auf der Flucht. Sie ist auf der Flucht vor dem Parlament, sie ist auf der Flucht vor der Freiheitlichen Partei, sie ist auf der Flucht vor der eigenen Bevölkerung, sie ist auf der Flucht vor der Konfrontation mit ihrem eigenen kapitalen Versagen, sie ist auf der Flucht vor dem Blick in den eigenen Spiegel. Das ist die Wahrheit. Und jetzt weiß ich schon, dass der Herr Bundeskanzler in Israel weilt, hochoffiziell. Aber das eine schließt ja das andere nicht aus, mein lieber Kollege von der Volkspartei. In letzter Sekunde hat der Bundeskanzler eine Mitfluggelegenheit, eine billige, ergattert. Und jetzt ist er in Israel gelandet. Und wissen Sie was? Ich begrüße das sogar. Weil in Israel hat der Bundeskanzler jetzt die Gelegenheit zu erklären, warum er vor gar nicht allzu langer Zeit gemeinsam mit der grünen Energieministerin eine regelrechte Gaspilgerfahrt nach Katar geliefert hat. Warum er eine Gaspilgerfahrt nach Katar geliefert hat. Das ist nämlich genau dasjenige Katar, von dem Ihr ÖVP-Abgeordneter Engelberg hier in der letzten Sitzung von diesem Rednerpult aus gesagt hat, dass genau dieses Katar die Terroristen der Hamas finanziert. Genau dieses Katar. Und ich glaube, ich liege richtig. Genau diese Terroristen der Hamas, die genau von diesem Katar finanziert werden, das waren doch diejenigen Terroristen, die Israel überfallen haben und die dort unschuldige Zivilisten massakriert und entführt haben. Und das ist doch der Grund, warum der Herr Bundeskanzler jetzt in Israel ist, um dort seine Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Gestern in Katar, heute in Israel. Gestern bei den Terrorfinanzierern, heute bei den Terroropfern. Das ist doch eine schnurgerade logische und moralische Linie. Oder vielleicht doch nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, und der offizielle Vertreter, der Vizekanzler Kogler, der hat heute auch etwas Besseres zu tun, als hier dem Parlament Rede und Antwort zu stehen. Der nächste Flüchtling, vielleicht hat er den Tag der Fahne um einen Tag vorverlegt. Aber ich sehe das positiv, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich sehe das positiv. Er übt schon für die Zeit nach der nächsten Wahl. Denn nach der nächsten Wahl, da wird es hier herinnen keinen Werner Kogler mehr geben. Weder hier auf der Regierungsbank noch in den Reihen der Abgeordneten. Und das wird für Österreich ein Befreiungsschlag. Es wäre eigentlich gar kein Problem. Er würde voll und ganz durch die Lücke ersetzt werden, die er hinterlässt. Zu 100%. Es wäre kein Qualitätsverlust. Im Gegenteil. Es ist vom Gegenteil auszugehen. Aber weil das nicht erlaubt ist, dass ihn niemand vertritt, haben wir jetzt quasi die Vertretung der Vertretung. Die Frau Staatssekretärin wird heute das Wort ergreifen. Und wissen Sie was? Die Frau Staatssekretärin tut mir in diesem Fall fast leid. Denn sie ist jetzt in den nächsten 3 Stunden für die Zuseher zu Hause klar identifizierbar und erkennbar das Symbol der Ignoranz der Regierung gegenüber der Neutralität und der Souveränität Österreichs. Es ist so. Diese Regierung ist das nichts wert, was den Österreichern lieb und teuer und wichtig ist. Das ist der Kern der Regierungsperformance bisher. Ah ja, und dann schaue ich noch schnell in Richtung der Bundespräsidentenloge. Auch hier gähnende Leere. Das war ja auch klar. Es geht ja heute nur um die tragenden Säulen unserer Republik. Ja, bitteschön, wo kommen wir denn dahin, wenn der Bundespräsident sich aus seiner Blase herausbewegen würde, um sich mit diesen Dingen, um sich mit den tragenden Säulen der Republik auseinanderzusetzen? Ja, wenn es etwas Wichtiges gibt,
Wenn es etwas Wichtiges gibt wie die Eröffnung eines 2 Millionen Euro teuren Luxusbrunnens in Zeiten der Teuerung, Hand in Hand mit den Spekulationssozialisten, mit den Schrebergartenspekulanten der SPÖ in Wien, dann hat der Herr Bundespräsident alle Zeit der Welt. Aber ins Parlament findet er nicht. Auch das ist sehr, sehr vielsagend. Und liebe Österreicher, ich frage Sie jetzt zu Hause, bemerken Sie hier ein Muster, bemerken Sie ein System. Das, was der Bevölkerung wichtig ist, das spielt für die selbsternannte politische Elite eine nachgeordnete oder überhaupt gar keine Rolle. Und das ist es, was wir als Regieren gegen die eigene Bevölkerung bezeichnen. Und deswegen braucht es in diesem Land dringend einen Wechsel. Wir gehen in diesen Tagen durch dunkle Zeiten. Wir gehen durch dunkle Zeiten. Zum einen haben wir den Krieg in der Ukraine. Abertausende Tote, Verstümmelte, Verletzte, Milliarden für immer schwerere Waffen, mehr als 14.000 Sanktionen und kein Ende in Sicht. Und zum anderen haben wir den terroristischen Überfall der Hamas auf Israel und damit einen weiteren Kriegsherd, der zu einem Flächenbrand ausarten kann, der sich entzünden kann, weit über den Nahen Osten hinaus, der eine Bedeutung annehmen kann, die auch auf Europa herüberschwappt, inklusive einer neuen Flüchtlingswelle. Und ich denke, dass es jetzt darum gehen muss, zu verhindern, dass unschuldige Menschen, egal auf welcher Seite, ihr Leben verlieren und leiden, weil Lösungen auf den Schlachtfeldern gesucht, gefordert und versprochen werden für Konflikte, die nur politisch zu lösen sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht um Frieden. Es geht um Frieden. Und schauen Sie, dazu braucht es Neutrale. Und Österreich wäre ein solches neutrales Land. Morgen haben wir unseren Nationalfeiertag aus Anlass unserer immerwährenden Neutralität. Weil nur Neutralität schafft Vertrauen. Und Vertrauen ist der einzige Schlüssel, um Konflikt- und Kriegsparteien zu einer Einigung zu bringen. Nicht parteiisch zu sein, nicht sich als Anwalt auf eine Seite zu schlagen, nein, sich als Mediator anzubieten, sich als Mediator anzubieten, als Vermittler, als Brückenbauer, dessen Glaubwürdigkeit im Zuhören wollen und im Zuhören können besteht. Neutralität, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist Vertrauensaufbau und Spannungsabbau. Und so gesehen ist eine aktive Neutralitätspolitik nichts anderes als eine gute Sicherheitspolitik für das eigene Land und als eine gute Friedenspolitik für die gesamte Welt. Und das ist die Vision, die mir gefällt. Das kleine Österreich im Herzen Europas als Friedensbringer für die ganze Welt. Das ist auch der Geist, den Bruno Kreisky in seiner Außenpolitik gelebt hat. Sie haben das alles vergessen und über Bord geworfen. Sie zerstören diese Neutralität, sie ramponieren sie, sie machen damit oder sie verludern ein kostbares Erbe von großen Staatsmännern der Vergangenheit. Meine Damen und Herren, beide genannten Brandherde haben ganz massive negative Auswirkungen in und auf Österreich. Aktuell werden wir fast täglich schon Zeugen von antisemitischen Kundgebungen, von Ausschreitungen, von Auftritten islamistischer Fundamentalisten. Wir haben tickende Zeitbomben in unserem Land, vielfach in dieses Land gekommen unter dem Deckmantel von Asyl. Alles das findet statt im Herzen unserer Bundeshauptstadt und der Sicherheitsapparat kapituliert mitten in Wien, wie er 2015/16 an unseren Grenzen kapituliert hat. Und im Falle des Kriegs der Ukraine zeigen sich die dramatischen Auswirkungen in wirtschaftlicher Hinsicht von der Industrie begonnen bis hinein in die Haushalte. Und jetzt frage ich mich, wo ist denn eigentlich Ihre Empathie? Wo ist Ihre Empathie und Ihr Mitgefühl? Wo ist Ihre ganze Betroffenheit, wenn es um die Opfer im eigenen Land geht? Absolute Fehlanzeige, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen auch, warum es so ist. Das ist deshalb so, weil diese österreichischen Opfer Opfer ihrer falschen Politik von fundamentalen Fehlentscheidungen sind, die Sie in der Vergangenheit getroffen haben. Sie wissen ganz genau, dass der Krieg in der Ukraine nicht automatisch und alternativlos zu Sanktionen geführt hat. Denn wenn es so wäre,
dann hätte es auch bei anderen Angriffskriegen diese Sanktionen gegeben, aber es hat sie dort nicht gegeben. Die Wahrheit ist eine andere. Sie und alle, die sich hier beteiligt haben, Sie haben sich in einen Wirtschaftskrieg hineintreiben lassen. Sie haben unser Land in einen Wirtschaftskrieg hineingetrieben, im Gleichschritt mit der Europäischen Union und mit der NATO unter der Vergatterung der USA. Und die Menschen zahlen den Preis mit den Mieten bei der Tankstelle beim Einkaufen. Sie zahlen den Preis für das, was Sie Haltung nennen und was in Wahrheit nichts anderes ist als eine scheinheilige Doppelmoral. Und auch die Folgen des Krieges in Israel, die sich jetzt in unserer Heimat zeigen, die sind hausgemacht. Und die Ursache, die liegt in einer Masseneinwanderung, die Sie zu verantworten haben mit dem Dammbruch des Jahres 2015-16, wo Sie nicht nur tatenlos zugesehen haben, wie unsere Grenze gestürmt wurde, sondern wo Sie diesen Grenzsturm auch noch verklärt haben. Stichwort Fachkräfte, ohne die unser Wohlstand zugrunde geht. Stichwort Willkommenskultur, Stichwort Sternstunde der Humanität. Und diese Humanität haben in der Vergangenheit viele Frauen und Mädchen in diesem Land am eigenen Leib zu spüren bekommen. Und unter Schwarz und Grün geht diese dramatische Entwicklung weiter. Und jetzt stehen Sie vor dem Erbe Ihrer eigenen Politik und bejammern die Zustände, die Sie selber herbeigeführt haben. Auf eine ganz kurze Formel gebracht, haben alle diese nachteiligen Entwicklungen für die Bevölkerung einen einzigen Dreh- und Angelpunkt. Sie, diese Regierung, alle Parteien, die mitgemacht haben und auch Ihr Bundespräsident, der es heute vorzieht, nicht hier zu sein, Sie haben die Neutralität und die Souveränität Österreichs zertrümmert und verraten. Sie sind die Täter und die österreichische Bevölkerung ist Ihr Opfer, weil sie nämlich nicht gefragt wurde, ob sie alles das will, aber weil sie alles das auszubaden hat, was Sie ihr einbrocken. Meine Damen und Herren, Sie sind offenbar vollkommen geschichtsvergessen. Es ist Ihnen nicht klar, dass Souveränität und Neutralität gemeinsam die Grundlage der Freiheit Österreichs bilden. Sie verstehen nicht, dass diese Freiheit ihrerseits die Grundvoraussetzung für die Verwirklichung der Selbstbestimmung eines jeden einzelnen Bürgers für Frieden, für soziale Sicherheit, für innere Sicherheit, für Aufstieg durch Leistung und für Wohlstand ist. Und Sie haben nicht verstanden, dass dieses Wissen und das Gespür dafür das Geheimnis gewesen ist für die lange Erfolgsgeschichte Österreichs über viele Jahrzehnte, die mit den Namen großer Staatsmänner wie Kreisky und Figl verbunden wird. Sie verstehen nichts und deshalb zertrümmern Sie alles. Und ich gebe Ihnen ein paar Beispiele für Ihre Anschläge, für Ihren Zerstörungskurs. Da ist Ihre unglaubliche EU-Unterwürfigkeit. Ich rede da nicht von der Europäischen Union, der Österreich im Jahr 1995 beigetreten ist, sondern ich rede von Ihren gefährlichen und schädlichen Mutationen, die sich in der Zwischenzeit gebildet haben. Ich rede von Ihren zentralistischen und undemokratischen Wucherungen. Einheitswährung samt Schuldenunion, wahnwitzige Urteile europäischer Gerichte, die uns die Entscheidungsspielräume einschränken und zum Beispiel Abschiebungen verunmöglichen, Waffenlieferungen für die Ukraine, Reisefreiheit für Illegale, weil die Außengrenzen nicht verteidigt werden, Ökokommunismus namens Green Deal, freihändige Impfstoffbestellung über das Handy der Kommissionspräsidentin, systematische Zensur unter dem Deckmantel des Kampfes gegen Desinformation oder der digitale Euro, der uns alle zu gläsernen Bürgern macht. Alles stört Sie nicht. Es stört Sie nicht, ganz im Gegenteil. Anstatt die Menschen zu schützen, anstatt sich auf die Hinterfüße zu stellen, anstatt für die Österreicher zu kämpfen, arbeiten Sie lieber daran mit, Österreich auch noch die letzte politische Selbstverteidigungswaffe, nämlich das Vetorecht, aus der Hand zu schlagen, nur weil Sie zu feige sind, es zu benutzen. Und meine Damen und Herren, ein weiterer Anschlag. Der WHO-Pandemievertrag. Ja, ein Papier wie aus einer lupenreinen Diktatur. Da werden auf Basis der Corona-Krise Allmachtsfantasien ausgerollt. Was anderes ist es nicht. Alle Macht soll bei der WHO konzentriert werden. Nur dort, in dieser Weltgesundheitsorganisation, soll künftig entschieden werden, wann und wo eine Pandemie ausgerufen wird und vor allem, wie die konkreten Maßnahmen auszusehen haben,
mit denen man darauf reagiert. Das heißt im Klartext, dass die nationalen Parlamente Pause haben, sie sind ausgeschaltet, die Staaten sind Befehlsempfänger, aber zahlen dürfen sie das Ganze. Ja, wenn Ihnen das gefällt, der Bevölkerung gefällt das nicht. Praktisch ist das Ganze für Totalitäre. Ja, eine Institution, eine Wahrheit, eine Linie und den Pluralismus, den kann man dann gleich als Feind der Weltgesundheit bekämpfen. Und Sie sind überall mit dabei. Sie delegieren Ihre Verantwortung an die Europäische Union, genauso wie Sie im Windschatten der Europäischen Union sich im Zusammenhang mit der Klimahysterie Zielen unterwerfen, wo nie ein Mensch in Österreich gefragt wurde, ob er das haben will. Der nächste Anschlag. Und so geht das munter dahin. Überall das gleiche Bild der Selbstaufgabe und überall ist Österreich das Opfer. Es ist ein trauriger Befund und nur die Freiheitliche Partei hält hier dagegen. Und in unserem dringlichen Antrag geht es deshalb heute um nichts Geringeres als um Frieden und um Freiheit, als um Wohlstand und um Sicherheit. Und es geht um den Schutz unserer Souveränität und Neutralität, weil diese beiden die tragenden Säulen aller der genannten gesellschaftlichen Werte sind, auch wenn Sie das nicht begriffen haben. Und diesen Schutz der Souveränität und der Neutralität, den kann in einer Demokratie nur die Verfassung bieten. Die Verfassung muss zu einer demokratisch-rechtlichen Festung werden. Und mit dieser Festung werden wir die Freiheit verteidigen gegen Angriffe von außen und gegen ihre Schwäche von innen. Das ist das, was die Bevölkerung verdient. Und den Weg, den haben wir schon vorgezeigt in einem entsprechenden Antrag. Wir wollen eine Änderung des Paragraphen 1 der österreichischen Bundesverfassung. Sie soll in Zukunft laufen. Artikel 1, ja, Sie haben recht. Österreich ist eine demokratische, wehrhafte, immerwährend neutrale, souveräne Republik. Ihr Recht geht vom österreichischen Bundesvolk aus. Und das ist die Formel, die uns schützt vor allen Übergriffen der EU und anderer internationaler Organisationen, vor jedem Eingriff in unsere Souveränität und Neutralität und vor allem auch vor ihrer Mutlosigkeit und Schwäche. Und mit diesen vorgeschlagenen Änderungen der Verfassung haben die Staatsbürger, der Souverän, das letzte Wort. Der Souverän und sonst niemand, weil jedes Mal bei großen Weichenstellungen die Bevölkerung das letzte Wort hat und nicht die selbsternannte politische Elite. Und das und nichts anderes ist die notwendige Rückankoppelung der Politik in einer Demokratie an den Souverän. Das ist gelebte Verfassungstreue, das ist echter Verfassungsschutz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und der heutige dringliche Antrag hat nicht das Ziel, Sie zu überzeugen. Meine Güte, ich will ja nicht den Eindruck erwecken, als würde ich mich zu einem Bock hinstellen und versuchen, ihn zu melken und dann noch ein Sieb unterhalten. Bei Ihnen ist Hopfen und Malz verloren. Hopfen und Malz ist bei Ihnen verloren. Aber Gott sei Dank nimmt Ihr Weg bald ein Ende in dieser Regierung und in dieser Konstellation im Hohen Haus. Der dringliche Antrag, der richtet sich heute an die Abgeordneten hier herinnen, an die sogenannten Volksvertreter. An diese richtet er sich. Von Ihnen wollen wir heute wissen, wer ist denn überhaupt noch bereit, so wie wir Freiheitliche, von der Regierung die Achtung unserer Souveränität und Neutralität zu verlangen? Wer ist bereit? Wer ist denn überhaupt noch bereit, von der Regierung den Ausstieg aus den neutralitätszersetzenden Sanktionen zu verlangen? Wer ist noch bereit, auf EU-Ebene den Einsatz des Vetorechtes zu verlangen in der Asyl- und Migrationspolitik, in der sogenannten Klimapolitik, in der Finanz- und Währungspolitik sowie gegen den Versuch, das Einstimmigkeitsprinzip aufzulösen? Wer ist dazu bereit, den Stopp der freiwilligen Unterordnung unter die Agenda 2030 der Vereinten Nationen zu verlangen? Und wer ist dazu bereit, die Ablehnung des von der WHO angestrebten Pandemievertrags zu fordern, um auch in der Gesundheitspolitik unsere Souveränität zu bewahren? Darüber werden Sie als Mandatare dieses Parlaments heute am Vortag unseres Nationalfeiertags abstimmen. Und Ihr Abstimmungsverhalten wird auf jeden Fall ein Bekenntnis sein. Es wird auf jeden Fall ein Bekenntnis sein.
Entweder wird es ein Bekenntnis zu einer österreichfeindlichen Elitenpolitik sein, der sich diese Bundesregierung und ihre Unterstützer mit Haut und Haaren verschrieben haben, oder es wird ein Bekenntnis zur österreichischen Souveränität und Neutralität und damit zu den Grundpfeilern für Freiheit, Sicherheit, Wohlstand, Frieden in unserer geliebten Heimat Österreich. Wir werden sehen, wie Sie sich entscheiden werden. Eines sage ich Ihnen, wir Freiheitliche wissen jedenfalls, was wir Österreich im Hier und Jetzt, was wir seinen Vergangenen und was wir seinen künftigen Generationen schuldig sind. Aber ich fürchte, wir sind in der Zwischenzeit die Einzigen hier in diesem Hohen Haus. In diesem Sinne, es lebe die neutrale, souveräne Republik Österreich. Applaus